Who's responsible for this? Preparations are still ongoing. If we attack now, we could... What have you done, Senator Roderick? Special Inquisitor, what are you doing here? Gritan. The Emperor ordered that the dig be halted. He was very specific, Senator. If you've restarted it, you have violated His Majesty's will. The Emperor doesn't understand Morar Dane's urgent lack of resources. This is for the Empire. Your patriotism is touching. Naja. But that doesn't explain why you're waging war with Uriah! It wasn't me. I did not give that order. Even I would never dream of declaring war without His Majesty's express consent. So who in the... Morag! Who are these people busting in here? This is the driver of the Aegis. You are to afford him the same respect as me. This is him? I heard the rumors, but this boy? There are rumors now. Wow. Am I really that famous? Good stuff. Do you have any idea how much it costs to repair a water tower? It's a lot. Okay, sorry. So less famous, more infamous. Morag? Is Morar Dane really attacking? They are, as much as I hate to admit it. Tell me, what's going on? Das weiß ja selber noch gar nicht. Ich kann doch eben erst an, so wie wir. Tricky indeed. If this escalates into all-out war... The timing is all wrong. We can't win this fight. Not now. Sounds like you were planning to start this sooner or later, sly rat. Indeed. Maybe save the accusations for now. But the Empire never really wanted a war, did it? That core crystal. Don't tell me you're the... Answer me. You're right. You're right. Mithra? Who stands to gain from an Ardanian-Orion war? Who gains... Torna. You don't mean... Jin and Torna. It very possible. Ich muss mal kurz pausieren. Dankeschön für den Raid, lieber Metroid. Lange nicht gesehen. Wie geht es denn so? Was habt ihr Schönes? Ach, ich kann es mir denken. Aber mal schauen, wir schneller. Ich bin schneller. Haha. Mario Kart. Oh. Mario Kart. Guck einer an. Mensch, wie geht's, Metroid? Ich habe dich länger nicht gesehen online. Deswegen wusste ich gar nicht. Mag an mir liegen. Vielleicht habe ich es wahrscheinlich nicht verpasst. Aber ich wurde zumindest nicht benachrichtigt. Ich habe dich vorhin online gesehen, ganz kurz. Aber da war ich ja selbst kurz davor, meinen Stream zu beginnen. Deswegen, naja, war es halt, wie es ist. Wie geht's? Alles schick? Habt ihr einen schönen Stream gehabt? Mein Gott, muss mal wieder sein. Okay, verstehe. Ich lass mal eben nebenbei die Sequenz weiterlaufen, ne? Sonst. So. Maybe just coincidence after all? Master Pawn. I wish I could believe that. Inquisitor Morag, please. You are the only one who can put a stop to this. It's a bit late for that, don't you think? But I'm not going to sit back and watch. Brigid? Right. Morag. Rex, this is an Imperial matter. We can't ask for your aid in this affair. Not if it's really a coincidence, like Tora said. But if Torna are really involved, doesn't that make this our problem too? Richtig. But... Think of it as compensation for the water tower. How's that? I knew you'd go there. You're so noble, it hurts. Voll trocken von Sieg. Very well. Can I ask you to help me again? Yep, we're on the case. Yes, of course. I'll accompany you. Fam? Mm-hmm. What's happening in Temperantia right now? It's being led by a weaponized Titan, correct? My power doesn't only affect blades. It also works against Titans. Ooh.
I am certain I can be of assistance. Besides... Besides? I have the strangest feeling that I'm somehow meant to be there. Fan Lenorn. You. Ja, was denn nu? Ja, was denn nu? So, sie glänzt vorbei, ne, endlich. Sonst geht's gut zu selbst. Ja, soweit auch so gut. Ein paar Tage war Stand, jetzt mit Weihnachten und so weiter. Und ich musste einfach dringend wieder streamen. Ein bisschen gestreamt die Tage, war auch soweit cool. Gestern Pausetag, aber alles schickimicki. Erkältung ist auch, naja, der Husten ist ja noch da, aber ich habe heute einen Tag tatsächlich, oder gestern auch schon mehr oder weniger, wo ich denke, es wird langsam besser mit dem Husten und auch die Stimme ist nicht mehr ganz so, ich kann inzwischen wieder so reden, ohne husten zu müssen, oder dass es kratzig klingt, also es wird langsam. Ja, also bald kann ich mal ein bisschen singen und Freude bringen in die Welt, hahaha. Ne? Thank Mane, that fan doesn't have titans. Ja, du kleiner Schelm, du. Hast du denn Metroid alleine gespielt oder mit anderen Leuten? Also, ich meine, gezielt mit anderen Leuten. Klingt ja so, als wenn es bloß komplett randoms gewesen wäre bei dir. Also so eine Art Community-Event oder sowas, was da nicht bei war. Sondern einfach nur für dich. Oder wie? Nee. Wie lautet der Plan für Eilreise nach Temperanthia. Senator Roderick hier ist... Senator Roderick ist hier. Das bedeutet, im Hafen müsste ein ardenisches Schiff am Anker liegen. Dann gehen Thorn und Freunde jetzt zu Hafen und suchen Boot. Alles klar, wir beeilen uns. Zack. Und tschüss. Guck nicht so. Ich bin trotzdem keine Angst. Wenn das schon als böse Gucken interpretiert ist, Kurin, dann habe ich es ja echt drauf. Das war komplett neutral. Das war eigentlich... als komplett neutraler Gesichtsausdruck gemeint. Ich habe gerade keinen Muskel verzogen, wenn ich so die Kamera starte. Ja? Eher sowas wie... Ja, nee, ist klar. Mehr war das gar nicht. Aber wenn du das so siehst... Tja. nie allein, da wird doch ein Raum erstellt, wenn einer da gewesen wäre. Ach so. Ich überlege ja auch jetzt demnächst. Ich habe ja im Februar 24... kurz. Was mache ich hier? Da muss ich hin. Wird ja mein YouTube-Kanal 10 Jahre alt. Und ja, da ich sehr kreativlos bin bei solchen Sachen, muss ich sagen, wie es ist, überlege ich ja ein so und so viel Stunden-Stream zu machen. Ich habe nicht vor, einen 24-Stunden-Stream zu machen. Das, glaube ich, packe ich einfach nicht. Aber ich denke vielleicht so Richtung 12-Stunden-Stream. Vielleicht sogar tatsächlich und wahrhaftig. Und, will dann natürlich nicht nur für mich irgendwas spielen oder für euch spielen, sondern auch vielleicht mit euch spielen. Ich habe dazu noch keine Details weiter irgendwie auf Discord oder sonst wohin geschrieben. 1337, ja, nee, ist klar. Ich sag's dir schon mal, ich hab's schon mal irgendwie grob erwähnt, dass mein Kanal Jubiläum hat. Im Stream, das war's auch schon. Details dazu werde ich frühestens im Januar posten auf Discord und dann kann man sich da noch genauere Gedanken machen. Aber dass ihr schon mal gehört habt, also ungefähr sowas ist geplant und da ja auch sowieso schon lange Zeit wieder klar ist, dass ich eigentlich durchaus wieder mal ein Community-Event machen will, ich kann mal gar nicht mehr dazu, seit unserem letzten mit Smash Brothers, würde sich das natürlich anbieten, das damit zu kombinieren irgendwie. Da muss ich also nur mal gucken, genau, wie komme ich da oben rauf? Ich will das Fass da haben, das rote. Einfach Xeno-Speedrun und easy, ja, nee, ist klar. Isos Klaros. Komm auf das Dach da oben rauf. Ich komme wahrscheinlich aufs Dach oben rauf. Von da aus dann. Ja, nee, also, nein. Speedrun ist sowieso nichts für mich. Oh, das war's schon. Ich finde auch Speedrun generell super schwierig, wenn du das streamen willst. Und wenn man es wirklich ernsthaft... Verdammt. Oh doch, hat gerade gereicht. Zack, zack. Und auch noch. Jawohl. Ich finde einen Speedrun generell extrem schwierig, wenn man das noch als Streamer macht. Das ist ja sowieso schon nicht ohne. Und absolut nicht meins. Das würde ich mal ernst angehen würde. Ich weiß, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint von dir, aber ein Speedrun ist überhaupt nicht meins. Da muss man sich wirklich viele Stunden drauf vorbereiten. Um das dann zu streamen und erfolgreich zu streamen, kann nur heißen, dass man den Chat komplett außen vor lässt, sonst kannst du es vergessen.
sonst bist du da raus aus der Nummer. Also fällt das so oder so aus. Nanu? Ein Kelch? Hast du was für mich? Diese Kekse habe ich selbst gebacken, mit ganz viel Liebe. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Ja, habe ich schon. Lass mich. Geh weg. Ab zum Ardanian Ship. Dann als Slow Run. Wie du schaffst, Chapter 1. Okay. So langsam auf ja nicht. Hey, remind me again why we're bringing this banner. Because this sounds like fun. We're not on holiday. I've heard a lot about these Torna people. They're the ones collecting core crystals, yeah? And besides, I can't pretend this doesn't concern us too. Not when they're calling themselves Torna. Charlotte? Das ist ja ein bisschen schade, finde ich. Ja! Sieg ist mit dabei. Ich finde es bei Sieg ein bisschen schade. Der Typ ist zwar irgendwie super lustig und eine Witzfigur, aber halt auch cool irgendwo. Aber ich finde seine Synchronstimme ist nicht so geil. Die bedient halt bloß diesen Ulknudel-Charakter. Das Coole kommt da ja nicht von seiner Stimme. Nicht in der englischen Synchro jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wie er im Japanischen klingt, aber im Englischen finde ich ihn... Ja, er passt halt wunderbar für das Komödiantische und so weiter, aber wenn man die ernsten Sachen hat, dann klingt er nicht überzeugend. Das finde ich sehr schade. Aber sonst ist sie trotzdem ein recht cooler Charakter. Anyway, time for food, bis nachher. Alles klar, guten Hunger. Was gibt's denn schönes mal bei Metroid? So. Jetzt könnte man, natürlich, den Siegenator mit reinnehmen in die Party. Und ich weiß auch gar nicht genau, ich kann jetzt ja nicht mal nachgucken, weil ich ja meinen alten Spielstand überschreiben musste, leider, für dieses Spiel, für dieses Let's Play. Das ist total bedauerlich. Aber ich glaube, ich hatte Sieg damals auch in meiner Hauptparty drin gehabt. Ich weiß nicht, wen ich noch drin hatte. Auf jeden Fall hatte ich Rex und ich glaube Sieg dabei. Aber ich weiß nicht, wer von allen dreien dann entsprechend Platz 3 eingenommen hat. Ich glaube bald, es war Tora. Aber ich glaube es nur so halb, weil dann hatte ich kein Heiler. Ich meine, ich kann auch Puppy auf Heiler machen, so ist es nicht. Ich kann auch ihm Heiler-Sachen geben, ich kann auch Rex Heiler-Sachen geben. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht mehr. Naja, jedenfalls ist Sieg halt ein typischer Angreifer hier. Die ist auch Angriffsblade und auch ein sehr, sehr guter Angreifer. Also, hier, sieht man schon jetzt, Autoangriff ist super hoch. Höher als alles andere von meinen Leuten. Na gut, was hat natürlich auch dem... mit der Waffe zu tun, die sie ausgerüstet hat. Das wird einfach mal eine bessere sein, als die ich habe. Oh, wobei... Motorsplitter. Hier. Ein guter Vergleich. Mit dem gleichen Dingens hat sie 30 Schaden, bei fast 30 Schaden mehr als Mithra. Oh. Aber nicht annähernd so viel wie Telos, okay. Ist jeweils an sich ein gutes Angriffsblade. Und auch als der besseren Blades im Spiel generell, finde ich. Ich finde sie auch an sich recht cool. Ich mag zwar die Brille. Ich bin nicht dieser Fan von diesen Anime-Brillen, die komplett beschlagen sind. Das ist nicht so meins. Habe ich, glaube ich, damals zuallererst in Sailor Moon gesehen. War lustig, aber irgendwie nimmt das einfach die Ernsthaftigkeit aus dem Charakter raus. Und naja, passt jetzt zu ihr und zu Sieg, aber egal. Bin ich jetzt designtechnisch jetzt nicht der größte Fan von, aber es ist ein trotzdem cooles Blade. Sieht doch ganz cool aus. Und daher, naja, überlegt man halt. Aber ich weiß ja beim besten Willen nicht, was ich dann jetzt mache, wenn ich in die Party reinnehmen würde. Ich weiß zum einen nicht, wen ich rausnehme und zum anderen nicht, was ich dann für Blades einsetze. Das ist halt schwierig. Habe ich auch jetzt im Vorfeld nicht überlegt. Und on the fly tue ich es jetzt auch nicht. Also lassen wir es erstmal dabei. Aber ich glaube, auf längere, mittelfristige Sicht geht Morag raus und Sieg rein. Dann wiederum... Das kann ich ziemlich sicher sagen, wenn Poppy nachher mit 3 Stufen verfügbar ist, werde ich wahrscheinlich Poppy wieder mit ins Team haben wollen. Und dann müsste entweder Nia raus, weil Sieg dabei ist, oder aber anders. Es ist sehr schade, dass man bloß 3 Leute haben kann in Teil 2, denn die Wahl fällt mir super schwer. Ja. Kommissarin, ihr wollt nach Teperetia reisen? Das Schiff steht zur Verfügung, wann immer ihr es wünscht. Na los, oder was? Wollt ihr Story machen heute? Ich hab noch keiner Mal gekämpft. Sehr wohl. Leiden los, Männer. Hot 9er Sequenz. Also wir haben uns gerade echt von Sequenz zu Sequenz. Ist auch mal okay. Habe ich weniger zu brabbeln. Das freut alle. Und ich bin nicht so oft zu sehen.
Lady Morag, greetings. I have news from the front. Our Titan weapon has crossed the central border. It's advancing at about 40 Titan pets per hour. Oh. Titan pets. I want to get in front of it. Is there a suitable place to dock? There's a bay fairly close by. If you dock there, you should be able to get to the cliffs above it. Understood. Go. Yes, ma'am. So ganz andere Musik gerade, es wirkt ein bisschen merkwürdig. Ah, da ist sie ja. Temperantia. Ah. Upala. Nein. Gerade Szene verklickt. Nicht gerade mein Lieblingslevel im Spiel. Also, ist halt so karg und ein bisschen trostlos hier. Wäre hier mehr mit Lava, wäre es geil. Aber naja, es ist halt ein toter Titan, wo wir gerade drauf sind, wo Krieg ist. Was erwartet man also? Zack, zack, zack. Das Gute ist, wie man gerade gesehen hat, obwohl sie jetzt nicht im Team ist, im Aktiven, auch die Driver, die halt auf der Ersatzbank sitzen und ihre Blades und ihre Funktionen wirken hier mit rein. Das heißt, ich habe jetzt theoretisch noch mehr, drei Kapazitäten mehr, um noch diverse Feldsachen mit reinzunehmen, um die ganzen Sachen aus dem Weg zu räumen und Obstacles überqueren zu können und so weiter und so fort. So. Team. Also. Läuft. Mein Schatz! Ich habe gerade leider überhaupt keine möglichen Kristalle. Ich meine, so oder so, ich kann sie gerade gar nicht reinnehmen, weil ich ihn erstmal mit diversen Kristallen resonieren müsste. Damit er was anstellt. Ich meine, mit einem Blade kannst du es vergessen. Da brauchst du mindestens zwei weitere. Und das ist Quatsch, ihn zu ersetzen, also ihn für Morag reinzunehmen. Und wenn, dann bräuchte ich auch Verteidigungsplätze. Ich habe gerade überhaupt keinen Verteidigungsdingens. Wenn ich ihn jetzt austausche. So. Ich weiß ja doch nicht genau. Ich hätte sie gern drin in der Party. Ja, verdammt. Was ist hier los? Hä? Hallo? Doof oder was? Beim ersten habe ich A gedrückt, okay. Aber danach habe ich B und A gedrückt. Nichts passiert gerade. Dammit. Blöde Verzögerung, die blöde Capture-Card. Hell ich jetzt. Ah, 35er. Läuft. Gib vielleicht sogar ein bisschen XP. Pow! Wie jetzt? Der Schwank, hab ich hätte getroffen oder was im Anker-Shop? Jetzt aber. Hallo! Topolo! Ja, zu spät, schade. Hab's geahnt. Das konnte nichts mehr werden. Ja! Ja! Hallo? Hast du mal nicht aufgeladen, Mist. Eia, eia, eia. Immer schön drauf da. Und jetzt, ich bin nach oben übrigens. Zack, und ich hab Pyra. Um sie mal demonstrieren zu können, wollen, tun, machen, ne? Ich hab also aktiv, wow. Einmal Feuer, beziehungsweise einmal Lichtmagie, Angriffselement mehr im Spiel jetzt als vorher. Sehr praktisch. Doof halt bloß, dass es wieder Licht und Feuer sind, die ich schon ohne Ende habe, aber abgesehen davon, nicht verkehrt. Guck mal, einen mache ich noch. Der war gerade komplett missraten hier. Gib ihm. Also, er ist jawoll, Boreas, gib ihm. Dafür ist er ziemlich gut. Die Bärungs-Szenix-Bonus-Dinger. Es ist schon wieder. Sag mal, ich drücke. Alter. Ich habe sogar mehrmals B gehämmert gerade. Zu früh, mittendrin. Hat er gar nicht angenommen. Lass mich rollen. Kann doch nicht sein. Ist echt merkwürdig bei solchen Timing-Sachen. Ich meine, es kommt dir sonst überhaupt nicht so vor. Bei solchen Sachen. Da versagt das wieder. Wobei ich auch tatsächlich die Vermutung habe, es liegt vielleicht nicht nur am Time-Delay wegen Capture Card. Vielleicht auch hat meine Switch generelles Bluetooth-Problem. Ich weiß es nicht genau. Das habe ich ja mal. Weil der rechte hier. Also. Entschuldigung. Erstaunlichweise in Let's Plays geht's wunderbar. Aber wenn ich jetzt Partyabend habe und Switch auf dem Fernseher spiele und weiter weg von der Switch bin,
versagt der rechte Controller immer wieder mal und da muss ich neu verbinden andauernd. Ich weiß nicht, ob es am Controller liegt, aber wahrscheinlich schon, denn alle anderen haben das Problem nicht so sehr. Oder ob es vielleicht auch an der Switch an sich liegt oder dass die beiden generell nicht so kompatibel sind zueinander. Und deswegen kann es auch sein, dass das damit jetzt zu tun hat. Ich habe zwar keine Ausfälle per se im Let's Play, aber ich habe dieses Problem hier. Was ich im Handheld-Modus halt gar nicht habe. Das ist schwer. Da. Aber so schön muss es doch auch sonst nicht gewesen, Leute. Was zum Teufel? Ich mach's jetzt so lange, bis ich es dreimal schaffe. Gibt's doch gar nicht. Und eine Sauerei. Mann, ey. Ja. Angriff. Zack. Und einmal umschmeißen. Hast du jetzt davon. Hitzeschub. Na. Gut gemacht, bitte stolz auf dich. Komm, nicht vorbeigerannt. Der ist zu fett, der Typ. Einfach zu fett. Ah, verdammt. Ah, hat sich selbst umgeworfen. Das ist unpraktisch gerade. Dann konnte ich ihn nicht zum Umwerfen bringen mit dem Anker-Shot. Machen wir jetzt nochmal, komm. Hallo. In die Luft mit dir. Und auf den Boden der Tatsachen. Ach, schon mal Feuerattacke. Oh, war nicht mehr möglich. Schade, Schatz. Alles voll mit Schatz tun. Die sind an dem Weg. Mein Schatz. Hallo, wach auf. Warte mal auf. Hallo, Rex? Geh doch. Mensch. Diddle, 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 diddle. Geld, 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 Geld. Ja, selbst offen sind noch im Wiki-Tour. Das gibt's doch nicht. Ich mache mal jetzt mein Joypad direkt vor die Switch ohne Mikrofon dazwischen. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück. Er hat gesagt, okay. Nein! Was zum... Alter. Also ich drücke bereits zweimal auf den Knopf, bevor der kleiner Werdekreis im hellblauen, dunkelblauen großen Kreis drin ist. Nicht mal, wo er im hellblauen kleinen Kreis drin ist. Und das geht mal gar nicht. Ey, es ist unglaublich. So, ich gehe nochmal Essen machen, je nachdem, wie lange du heute streamst. Sie muss nachher nochmal oder nicht. Okay, Kurin, dann guten Hunger. Was gibt's Schönes? Was gibt's denn Schönes? Aber ja, ich habe vor, ein bisschen länger zu machen. Das ist quasi mein Sonntagsstream-Ersatz. Also sollte es schon, insgesamt sollte es um die 4 Stunden werden. Pi mal Daumen. Mal schauen. Ob das was wird oder nicht. Ja, gehen wir durch. Wenn nicht durch. Tierform, 2 Stück. Ja, super. Habe ich wirklich ja nicht. Oh, warte. Ehrlich jetzt, Finch zählt nicht als Tierform. Das Ding ist ein Kükenadler-Ding. Aber es ist keine Tierform. Was soll denn das? Mann. Ich frage mich, ob Boreas als Tierform durchgeht hier. Wenn die das offenbar bei dem auch schon nicht machen. Egal, zack, zack. Ja, I'm sending you off like always. Komm, Asami, mach mal. Geh mal. Muss ich dir nicht sagen, isst du eh nicht, aber gib Kartoffelpüree dazu. Kartoffelpü. Kartoffelpü mag ich. In der Regel. Hat er keine Truhe gerade? Wie Sauerei ist das denn? Wir haben das. Komm, bringt ihr mal zum Schwanken, Leute. Nicht umwerfen, das war er selbst. Ihr sollt ihn zum Schwanken bringen. Ihr habt viele Optionen, geht doch. Hoppula. Throw him to the ground. Boom. Läuft. Dankeschön. So was reißt er. Ich krieg's hier gerade hin. Ich weiß auch nicht wieso. Echt, im Handheld-Modus habe ich damit nie Probleme. Es muss entweder durch Verbindung des Controllers, der Bluetooth sein, oder Zeitverzögerung wegen Streaming-Card. Anders kann ich mir jetzt einfach nicht erklären. Aber es ist echt nur bei... Das ist das Komische an der ganzen Sache. Nur bei speziellen Sachen so.
Wenn ich jetzt hier im Spiel so B drücke, geht das immer. Problemlos. Springen und keine Ahnung was. Und A und die anderen Knöpfe gehen auch immer, wenn ich es mache. Es ist echt nur manchmal. Es ist dementsprechend ist es doch eher eine Timing-Frage dann. Eigentlich. Ich bin ganz schön hochgelevelt, sehe ich gerade, Mann. Ich glaube, ich bin noch ganz gut dabei, wenn der will. Das passt. Ich sollte vielleicht mal den rechten Weg in Letheria nehmen. Um mich zu leveln. Das habe ich auch noch nicht gemacht, tatsächlich. Wie erwähnt, einfach habe ich ja bloß ein bisschen Quests und Talentbäume gemacht. Auch nicht viel davon. Aber halt kein Leveln an sich. Wie hoch mit dir, du Mogenigler, du. Was das sein soll. Hi, bumm. Stör. Spektakulär. Ich wollte was gucken, mal ganz kurz. Ich bin jetzt auf einem neuen Kontinent. Muss mal noch kurz checken, ob ich hier irgendwelche Blades habe. Ah, Letheria muss ich besiegen, okay. Ob ich Aufgaben habe, die speziell für Gegner in dieser Gegend gerade gemünzt sind. Ah ja. Froga Ganums. Da muss ich auch nochmal hin. Wissen wir noch nicht, okay. Einsetzen, einsetzen. Moadain. Da muss ich nochmal den Typen Spezialgegner besiegen, okay. Kormod, ach, guck an. Meeresfrüchte machen wir auch gleich nochmal, oder? Kriegen wir gleich hin. Angriffsketten, ja gut. Ach so, weil er selbst noch nicht so. Aber ich bin sicher, ich habe schon mehr als 10 Angriffsketten eingesetzt, seit ich ihn habe. Seit ich ihn auf Level 3 habe, wohlgemerkt. Ich muss sehr beteiligt dabei sein, ich weiß ja nicht genau. Gott. Klingkombos, Gespräch führen. Nichts. Moadain. Wieder zu weit. Letheria, okay. Großer Stern. Gegner besiegen. Bah. Ah. Wieder sowas. Ich habe diesen Fleischbecher einfach gekocht gehabt, mit dem ich der Meinung, aber ich habe ihn nirgendwo im Inventar gefunden, um ihn nutzen zu können. Das ist eine Sauerei. Spiel in Opern. Also, es zählen nicht die bisherigen. Da fragt man, ich nehme mal stark an, da sind jetzt einzigartige Nopern gefragt. Heißt, ich muss wahrscheinlich mit jedem Nopern, den ich gesehen habe, nochmal reden. Das sind wahrscheinlich mal 50, damit das hier voll wird. Aber ich brauche es auch nicht so unbedingt, weil Poppy jetzt ja auch. Ich glaube, es reicht schon fast mit dem Nopern wissen, aber. Auf der Agentum gab es ein paar Sachen, wo ich viel Nopern wissen brauchte. Wahrscheinlich brauche ich doch beide dafür dann. So, ja klar, jetzt muss alles mit Essen und so weiter. Inferior. Dessert. Wann bist du auf Stufe 3 nicht mehr drauf? Ah, das dauerte ewig bei dir. Gormod. Uraya. Auch schon zu weit für. Aber da müsste ich eigentlich noch ein paar Sachen anderswo machen, aber ich habe nicht alle Blades jetzt gelevelt, was das angeht, ne? Letheria. Achso, nur was zu sagen haben. Gespräch also. Fragezeichen heißt wahrscheinlich, ich bin noch nicht auf dem Kontinent, wo ich die Gegner besiegen muss, um das zu machen. Gott. Das ist mir relativ gerade bei Poppy. Wahrscheinlich jetzt irgendwie nur anwenden, ja. Größtenteils. Da sie halt nicht benutze. Ah, gut, okay. Aber. Ich kann da schon mal anfangen, Essen zu nehmen. Ganz generell. Damit Burias bis was dazu bekommt. Ja. I can eat this stuff day and night. Okay. Wie du meinst. Zack. Weiter geht's. Warte, da lang. Nein, natürlich nicht da lang. Genau falsch rum. Jetzt müsste ich nur noch wissen, welche ich jetzt besiegen musste. Ich glaube, mal mit G. Okay. Manu. Grom oder Gnom hießen die irgendwas. Ah ja. Hör an. Rex, hör an. Hallo, greif doch mal an. Oh, keine Reichweite gegen jetzt. Vogelkreis. Boink. Zack. 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 Und.
In die Luft mit dir, du fliegst ja normalerweise, ne? Und zwar auf die Schnauze, pass auf. In 3, 2, 1, jetzt. Yeah. Da kommt einer dazugelaufen gerade. Ist aber nicht in Ordnung.